Willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt Malibu genossen. Rex und Monique, bitte tauscht die Plätze mit Avery und Victoria. Wir mischen die Teams mal wieder durch. Okay, nice. Alles klar. Und hier kommt unsere Gastjurorin, Lilac Lane. Für den restlichen Wettbewerb wird sie den Teams als Model zur Verfügung stehen. Außerdem haben wir noch zwei weitere Models. Blue Brooks und Pinkly Page. Bei allen Project Rainbow Challenges, die jetzt noch folgen, dürfen die Teams zwischen diesen Models wählen. Die Auswahl ist jetzt doppelt so groß, aber wählt mit Bedacht. Die richtige Strategie ist absolut entscheidend in diesem Wettbewerb. Die Challenge dieser Woche lautet: Entwerft ein Bühnenoutfit, inspiriert von dem neuen Song Out of This World. Geschrieben von Delilah Fields und performt vom angesagtesten Soloartist, den die Rainbow High zu bieten hat, Sabrina St. Cloud. Sabrina und ich sind wirklich total verschieden, aber wir passen perfekt zusammen. Es heißt doch, Gegensätze ziehen sich an. Und wir zwei haben zusammen den perfekten Song gemacht. Dann viel Glück, Leute! Die Zeit läuft ab jetzt! Wie wäre es denn mit dem Thema Astronaut? Könnte funktionieren. Oder kosmische Göttin. Naja, wie wär's mit... Futuristische Fashion-Ikone. Wir müssen uns was wirklich Außergewöhnliches einfallen lassen. Oh, ich weiß. Aliens. Ja, ein modebewusstes Alien. Ein moderner Marsianer. Das klingt echt cool, aber in dem Song geht es nur metaphorisch ums Weltall. Wenn man sich den Text genau ansieht... Hey, oder vielleicht sowas. Gefällt mir. Wir kommen einfach nicht weiter mit diesen Ideen. Was repräsentiert Delilahs Song am besten und verleiht Sabrina auf der Bühne noch mehr Selbstvertrauen? Okay, also in den Lyrics geht es darum, dass jemand nicht von dieser Welt ist, um Sterne, die hell erstrahlen. Und darum, dass sogar die Schwerkraft dich nicht unten halten kann. Also ist das Weltraumthema nur eine Metapher. Ich denke, es geht darum, die beste Version von sich selbst ans Licht zu bringen. Was passt besser zum Thema Licht als die Sonne? Und der Mond. Ach, du hast mir echt gefehlt. Hat jemand Sunny und Luna gesagt? Ich meine wegen Sonne und Mond. Ich hoffe, ihr habt Vertrauen in eure Designs. Denn in dieser Woche steht besonders viel auf dem Spiel. Vom Verliererteam werden alle Designer bis auf einen nach Hause geschickt. Was? Zusammen mit einem Designer des Gewinnerteams. Das haben nicht mal wir gewusst. Fünf Teilnehmer müssen wieder zurück in den Unterricht? Dann müssen wir uns von so vielen Freunden verabschieden. Manchmal ist weniger mehr. Vielleicht ist das zu viel Schmuck. Ich meine, ganz sicher sogar. Seid ihr sicher? Es kann doch nie genug funkeln und glitzern, oder? Ich muss sagen, ich fühle mich besser so. Viel unbeschwerter. Ja, auf die Art spricht das Design mehr für sich selbst. Ich weiß, ich soll eine Außerirdische darstellen, aber das ist vielleicht zu viel? Ich kann mich kaum bewegen. Ja, man muss Opfer bringen. Ich finde es perfekt. Wenn unser Model sich nicht wohl darin fühlt, dann sollten wir vielleicht etwas ändern, oder? Aber was können wir jetzt noch machen? So wie ich das sehe, könnte vielleicht ein Schlitz unten im Rock helfen, damit sie etwas besser laufen kann. Haben wir denn noch Zeit dafür? Gib mir die Schere, bitte. Nähzeug weg! Es ist Laufstegzeit! Wenn du da draußen nervös wirst, denk einfach an Delilahs und Sabrinas Song, okay? Lass dich nicht belehren, du leuchtest wie ein Stern. Und wir sind echt froh, dich als Model zu haben. Danke, Skylar. We can be whatever you want, girl. Make the rules up as we go, girl. Step into our power, a moment of golden hour. Possibilities out of this world, girl. Take a look in the mirror, girl. You rock everything you wear, girl. I just wanna shine, it's something I wanna hide. It's a feeling I can't deny. Every time the stars collide, I feel so electrified. Step into our power, a moment of golden hour. Possibilities out of this world. Ich muss sagen, ich bin gerührt, dass mein Song als Inspiration für all diese wundervollen Outfits dient. Und ich kann's kaum erwarten, all diese außergewöhnlichen Looks auf meiner Tour zu tragen.
Ja, aber welches Team hat gewonnen? Team 1! Die Darstellung von Sonne und Mond als Gegensätze, die beide auf ihre eigene Art erstrahlen. Das repräsentiert einfach perfekt unser Singer-Songwriter-Duo. Team 2. Ihr habt ein gewagtes Konzept gewählt und ein außergewöhnliches Outfit kreiert, das nicht wie ein Kostüm wirkt. Ich hätte noch eine Frage. Sabrina, könntest du dir vorstellen, so ein Outfit auf der Bühne zu tragen? Also, ich muss zugeben, ich denke nicht, dass ich auf der Bühne alles geben kann, wenn ich etwas trage, das meine besten Merkmale verdeckt, anstatt sie zu betonen. Außerdem würde ich wohl vor jedem Auftritt viel Zeit in der Maske verbringen müssen. Team 2, leider habt ihr das Ziel verfehlt. Das bedeutet, das Gewinnerteam dieser Woche ist Team 1! Ungemacht, Leute! Und weil sie den Songtext perfekt in ein tolles Outfit umgesetzt hat, ist die Gewinnerin dieser Woche Ainsley! Gut gemacht, Ainsley! Team 1, leider müsst ihr noch einen Designer rausvoten. Und Team 2, ihr müsst für einen Designer abstimmen, der bleiben kann. Also damit hätte ich wirklich niemals gerechnet. Ich weiß, für wen ich abstimme. Es ist soweit. Die Person, die Team 1 verlassen muss, ist eine so talentierte Designerin. Doch leider konnte sie ihre Unsicherheit nicht überwinden und hat damit ihr Team zurückgehalten. Tut mir leid, Victoria, du musst zurück in den Unterricht. Oh. Team 2, die Person, die von euch bleiben darf, ist jemand, der sehr gut darin ist, Probleme zu lösen. Diese Person hat das ganze Team und auch euer Model motiviert. Herzlichen Glückwunsch, Skylar! Oh. Ich kann's nicht fassen, mein Team steht wirklich hinter mir und sie haben mich ausgewählt. Vielleicht habe ich ja wirklich noch eine Chance zu gewinnen. Euer Team hat abgestimmt. Victoria, Michelle, Rex, Monique und Olivia. Packt eure Koffer. Ihr alle müsst zurück in den Unterricht. Ihr werdet uns sehen! Macht euch bereit, denn nächste Woche ist